Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Nivska hier. Folgendes, wir haben wieder mal eines unserer Ruling Quizzes vorbereitet, die wir jetzt heute Abend machen werden. Und zwar haben wir zum einen mal unseren Gast, den einzig wahren, die gute Laune-Kanone des deutschen Yugi-Tubings, und zwar den guten DTV! Einen wunderschönen guten Abend, der Herr, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend, ja, gut soweit, gut soweit. Fit und bereit und das ist genau meine Uhrzeit. Jetzt fange ich erst an. Jetzt ja, ich weiß. Du bist auch einer, wenn du am Cutten bist und so hast, wirklich, da fängst du immer zum Dach zum 3 an, deinen Kram wirklich vorzubereiten, ne? Irgendwie so ausgefühlt. Ja, so sieht's aus. So, dann holen wir jetzt noch den dritten Mann rein, und zwar der Typ, der sich hingesetzt hat und sich alles wirklich aus mitgeschrieben hat die letzten paar Wochen, die paar Rulings ausgedacht hat. Und zwar, Chat, begrüßen wir jetzt mal unseren hauseigenen Head Judge, den guten Xardas! Einen wunderschönen guten Abend auch an dich, mein Freund! Wunderschönen guten Abend, ihr beide. Wir haben jetzt ein kleines Running Quiz, und zwar der gute Dennis und ich werden jetzt mal was überlegen, weil Xardas hat sich was ausgedacht, womit er uns die Köpfe rauchen lassen werden will. Dennis, ich baue auf dich, dass du irgendwie antwortest und ich bin irgendwie, keine Ahnung, nach Pupsgeräusch im Hintergrund. Ja, ich hoffe mal, ich bin echt gespannt, was er für uns vorbereitet hat. Xardas, seid ihr ready? Ich bin ready. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? Ich bin bereit. Also vor allen Dingen, ich sehe jetzt schon das Trudo. Das wird auf jeden Fall interessant. Final Sigma finde ich viel, viel schlimmer. Alles klar. So, wir fangen direkt sehr, sehr würzig an. Oh Gott. Also, folgender Game State. Der Gegner kontrolliert einen Token, einen Chaos Trudo und einen Trudo, beide durch einen eigenen Effekt aufs Feld gekommen. Mhm. Und einen Final Sigma in der Extra-Monster-Zone. Wir sind in der Battle Phase. Am Ende der Battle Phase aktivieren wir Evenly Matched. Und die einzige Frage, was ich jetzt von euch beantwortet haben möchte, ist: Welche Monster verlassen jetzt aufgrund von Evenly das Feld und wo gehen sie hin? Also Sigma war unaffected. Das Trudo kam wie aufs Feld? Durch seinen eigenen Effekt. Eigenen Effekt. Das heißt, er müsste, ne, wird, warte, Bottom of the Deck, okay. Und dann gibt's noch den Chaos Ruler, der ist glaube ich egal. Moment. Der kam aus dem Friedhof? Der Trudo und Chaos Ruler kamen beide durch ihren eigenen Effekt. Okay, alles klar. Und jetzt kommt Evenly Matched. Ja. Okay, pass auf. Und zwar, das heißt ja, Final Sigma ist unaffected by Card Effects. Aber das ist ja kein Karteneffekt, beziehungsweise es ist ja eine Handlung, die der Spieler vollzieht, wenn es irgendwie sowas läuft, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich tue jetzt mal alle drei Gehirnzellen, die ich habe, anstrengen. Und ich würde einfach sagen, Evenly Resolved ganz normal, dass nur ein Monster auf dem Feld stehen bleibt, beziehungsweise nur der Final Sigma stehen bleibt. Ja, ich würde genauso mitgehen. Also bei Evenly ist ja das tatsächlich weird Ruling, dass der Gegner sozusagen. Genau, das ist ja eine Spielentscheidung. Ich glaube, dasselbe hast du auch bei den Floodgates. Ja, und dasselbe hatte ich auch mal bei der Trap Trick Sarah, die ist ja auch unaffected bei Trap Cards, aber in dem Fall. Ja, ist glaube ich eine Ausnahme. Das heißt, ja. Ich würde sagen, wird alles hier evenly matched mäßig gebanished. Also alles bis auf eins. Alles bis auf eins, richtig. Das ist aber noch nicht alles. Ich möchte wissen, welche der Monster das Feld verlassen und auch, wo sie dann noch hingehen. Also bin jetzt einfach mal mutig. Ich sag, das Trudo und der Chaos Ruler. Ah, warte mal, da war noch ein Token. Tokens, da war doch irgendein Special Ding mit Tokens. Kann man nicht banishen oder irgendwie sowas? Token können nicht außerhalb des Feldes bestehen. Geil. Dann mein Call. Token bleibt liegen, alles andere wird verbannt. Okay, ich setz noch einen drauf. Das machen wir ein bisschen spicy. Du sagst, Token bleibt, also nur alles außer Token geht? Genau. Ich sag, ein Monster plus Token bleibt. Ja, Moment, ihr seid ein Team, ihr müsst euch einigen, bitte. Okay. Ja, Tatsache, ihr vergessen mit dem Team. Which of your opponent must. Also, das Ding ist, und zwar, ein Token kann ja nicht existieren, gebanished, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Ja, ist richtig. Und wenn er sich aber jetzt entscheidet, den Final Sigma zu behalten, er kann ja irgendwie versuchen zu attempten, den Token wegzulegen, oder? Nee, ich glaube, das geht nicht. Also oh Gott, wir haben Coda im Stream, by the way. Ah, geil. Ich kann es nicht mehr genau rezitieren, aber soweit ich weiß, bleibt das Token dann sozusagen immer liegen. Und alles muss gehen. Ja, also Token bleibt Monster. Also, okay, warte, Dennis, du hast mehr Hirnmasse. Lass, komm, was ist dein Call?
Ich traue mich jetzt einfach mal bei der ersten Frage. Ich sage, alles wird gebanished außer das Token. Okay, everything gets banished. So, ich denke, dafür kann ich euch einen halben Punkt geben. Ja, also Dennis, du hast es richtig erkannt. Das Token bleibt als einziges liegen. Die Begründung ist vollkommen richtig. Du kannst ein Token nicht als Aktion face down banishen. Das heißt, das Token bleibt als einziges bestehen. Was ihr übersehen habt, ist Destrudo mit Redirected. Text. Der geht... Ne, auch wenn er durch Evenly gebanished werden würde, geht er trotzdem unter das Deck. Und Chaos Ruler wird zwar verbannt, genauso wie der Final Sigma, aber Chaos Ruler, dadurch, dass er sich wohin die gebanished werden wurde, richtig. Aber ich kann auch für den ersten Teil einen halben Punkt geben, dass ihr das mit dem Token gesehen habt. Ja, wir gesehen haben. Hust. Es ist euer. Das ist eure Antwort, von dem her... Alles gut, ja, alles gut, wirklich, genau. Teamwork. Alright. Wir gehen direkt in das nächste Szenario. Yes, I'm in. So. Wir haben, ich erklär's kurz, wir haben in dieser Manifest 1 schon 5 Monster beschworen, die da hinkommen, sei mal dahergestellt. Unser Gegner aktiviert einen Nibiru, the Primal Being, von seiner Hand. Wir chainen daraufhin eine Shadow Fusion und wir beschwören eine L-Shadow Fusion. Ach nein! Als Chainlink 2. Oh ja, oh Gott. Und die simple Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie resolved der Effekt von Nibiru? Boah, das kann mich noch daran erinnern, dass das auf jeden Fall Thema war, als der rauskam und MSTTV irgendwie 20 Videos zu dem Thema geballert hat. Aber lass mich nochmal lesen. Ich wusste es mal. Dieses Ruling wurde mir schon 100 Mal vor die Füße geschmissen. Schon 100 Mal habe ich davon gehört. Oh, wie war denn das? Ich sah voll komisch. Entweder kommt nur die Biro aufs Feld und das Token nicht. Es ist nicht so ein Fall von Nibiru is resolved as much as possible. Ja, genau, irgendwie sowas, genau. Zu Deutsch, das komplette Feld wird wegtributiert, aber wird nichts gesummon, kann das sein? Nee. Weil die Summon von Nibiru und dem Token passiert ja zeitgleich. Oder? Nee, and if you do, special summon discard from your hand, then special summon one primal being token. Ich glaube nicht, dass zeitgleich passiert. Es passiert danach. Es muss das eine passieren, dann passiert das andere. Aber. Wait, das warte. Okay, Satzbau. And if you do conjunctions, I love it, weil. Ich hab ich will ja nicht angeben, aber Deutsch 5. Und. Oh. Alle im Chat so, Mann, was für Idioten, voll Standard, die Frau. Niska! Das ist so einfach! Du Trottel! This is so easy! Ja, ich weiß! Thanks, Chat! Ah, Niska! Yeah, I know, thanks. Ach, oh, Gott. Okay. Resolved as much as possible zu Deutsch. Alles wird wegtributiert und... Na, fuck, nein, dann ist halt eine Winder theoretisch nicht mehr auf dem Feld, ne? Quick Effect? Ich hasse dieses Ruling so sehr. Man, keine Ahnung. Komm, wir müssen uns auf irgendwas einigen. Okay, wird wegtributiert, ne Virus bleibt in der Hand. Boah, wow, krasser Call. Okay. Ja. Können wir es einloggen? Wollt ihr es einloggen? Ja, wir loggen ein. Okay, also Günther Jauch des Rulings, mach. Die Antwort ist, die ihr gegeben habt, Nibiru tributiert alles weg, aber er bleibt auf der Hand. Ja, Mann! Ja. Alles klar. Du warst kurz auf der richtigen Fährte. Nibiru wird einfach nur zu 100% durchgehen. Der Grund ist nämlich, wie du eigentlich schon richtig erwähnt hast, warum auch immer du nochmal zurückgerudert bist, Nibiru tributiert als ersten Teil seines eigenen Effekts alle Monster. Danach ist die Winner nicht mehr auf der Welt. Und dadurch kann er sich beschwören und dadurch kann er auch das Ding fuck! Wir haben es, glaube ich, unnötig kompliziert gemacht. Haben wir. Ja, ich denke auch, wenn die allererste Aktion ist, tributier alles. In dem Moment ist der permanente Effekt nicht mehr aktiv. Das Ding ist halt, aber ich warte halt so ein Xardas-Move. And actually, dann kommt dann noch irgendwie so, dann kommt da so, keine Ahnung, das Ruling von damals in Castro Brauxel, als der kleine Timmy, irgendwie so ein Scheiß, warte ich gerade auf die Rechnung.
Mann. Aber das ist echt das Problem bei Yu-Gi-Oh! Rulings, ne? Du glaubst, es ist einfach und dann wird's kompliziert. Ja, natürlich. Und oft ist es halt auch andersrum. Du machst es nicht kompliziert, obwohl es super einfach ist. Dann ist, ich sag's dir, es ist branded, du musst carryen. Ich habe nicht eine einzige branded Karte gelesen. Macht euch nichts, es sind nur zwei Karten. Ach nur. Wir sind nämlich dabei. Es wird nicht besonders kompliziert. Und zwar folgendes: Frage Nummer 3. Wir aktivieren den Effekt von Albion the Shrouded Dragon. Ihr könnt euch den Effekt hier kurz mal durchlesen. Ne, er sendet jetzt das Branded Bond von der Hand auf den Friedhof, um sich selbst spezial zu beschwören. Zusätzlich hat er den Effekt, dass er auf dem Feld zu Fallen auf Albers wird. Ja. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist: In der Endphase können wir jetzt den Effekt von Branded Bond benutzen. Warte, kannst du jetzt in der Endphase den Effekt von Branded Bond verwenden? Habe ich das richtig verstanden? Korrekt. Das ist jetzt alles. Das ist die Frage, die ich beantwortet haben möchte, ja. Okay. Special summon one of your fallen foes that is banished. Gut, das ist during the Endphase. This card is GY because of what's sent there to activate the effect of Fallen of Arbus this turn. You can... Ja, okay, ich ralls. Es geht einfach nur darum, ob in der Endphase dieser Albion seinen Namen mit Fallen of Arbus behält, glaube ich, ne? War das? Muss ich kurz gucken, Albion. Ob Branded Bond durch den Effekt von Fallen auf Albers in den Friedhof geschickt wurde. Weil dieser Albion, der wird ja erst auf dem Feld zum Gott, das ist so eine Scheiße. Genau, das heißt, eigentlich von der Hand wurde diese Karte zwar nicht durch den Effekt in den Graveyard gesendet, aber nicht von Fallen auf Albers. Warte. Sondern von Albion the Shrouded Dragon. Und sobald der das Spielfeld trifft, wird er zu Fallen auf Albers. Bedeutet in meiner Wahrnehmung, dürfte eigentlich Ja, was ist, wenn er es setten? Oder nicht auf die Hand zurückgeben, ne? Ja. You can set this card, genau. Und was ist, wenn er erst auf Resolution checkt, welche Karte ihn abgeworfen hat? Welchen Kartennamen das war? Jetzt habe ich nochmal so eine. Das Problem ist, ich habe so viele irgendwie. Ja, Check und Resolution, so ein Kram. Das haben mir alles um einen beigebracht, was mich halt alles komplett selber ins Knie bumst. Also du sagst, du hast dein Bauchi-Gefühl, sagt dir nein, ne? Nee, weil, kann ich nochmal den Albion sehen? Das ist, der wirft doch, warte mal, der wirft doch, der wirft Kost ab. Also eigentlich, nö, ich will, also, aber warum sollte man den dann spielen? gute Frage, ne? Ja. Siehst du, guck mal, so weit war ich noch nicht. Ich spiele zwar Despair, aber den Albion habe ich noch nicht mit reingebuttert. Oh mein Gott, du gehörst zu den Leuten, die wirklich. Tut mir leid, dass ihr Geld so verschwendet habt. Bauchgefühl sagt, er wirft für Kost. Und in dem Moment, wo er wirft, ist er Albion the Shrouded Dragon. Ja, das macht Sinn. Und soll ich sagen, ich vertraue deinem Bauchgefühl. Also, das klingt für mich nach einer sinnigen Erklärung, wenn ich ehrlich bin. Weil es für Kosten discardet, ist zum Zeitpunkt des Discards immer noch der Name Albion. Genau. Ja. Und erst wenn sie das Spielfeld trifft, wird er zu... Ja, zu Deutsch zur Aktivierung des Effektes wurde Branded Bond nicht für einen Fallen of Albers abgeworfen. Und das können wir eigentlich so einloggen, oder? Würde ich auch sagen. Okay. Wunderbar. Vollkommen richtig. Ist die Karte nicht für den Effekt von einem Fallen of Albers auf dem Friedhof gelegt worden, sondern um den Effekt von Albion the Shrouded Dragon zu aktivieren. Vollkommen richtig, deswegen kann er sich in der Endphase nicht aktivieren. Da habt ihr jetzt echt, ich bin da angesessen und hab mir gedacht, die drehen das jetzt nicht nochmal um, oder? Also Dennis hat das schon so schön erklärt gehabt und dann wart ihr noch so, ich hab kurz gedacht, echt, ihr schwenkt nochmal zurück. Das wäre echt schade gewesen. Nee, wunderbar. Okay. So, dann halten wir uns ab jetzt auf der 50% Grenze. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Cool. Wird nicht einfacher. Tugai kenne ich mag die Karte. Genau, schon mal gehört, ne? Genau, richtig so. Ist natürlich jetzt durch Brave ein bisschen verbannt worden aus den Phantom Knight Decks. Aber mal gucken. So, es geht um Folgendes. Wir normal beschwören die Tourguide, aktivieren ihren Effekt. Unser Gegner wirft einen Effektwähler ab. Target ist selbstverständlich die Tourguide. Was machen wir? Wir chainen ein Compulsory Evacuation Device, um unsere eigene Tourguide zu bouncen. Richtig, unser Gegner chaint einen weiteren Effekt, Vader. Nochmal Kompuls, nochmal Vader. Nochmal den Tourguide. Und das Ganze ist jetzt zweigeteilt, das erweitern wir nachher nochmal. Okay. Frage Nummer 1. Für einen halben Punkt jeweils, geht der Effekt vom Tourguide durch? Nö.
Der geht nicht durch. Weil zum Zeitpunkt von Resolution von Valor ist Turgard auf dem Feld und misst damit nicht ihr Target. Ja, gehe ich mit, genauso. Würde ich jetzt mal so sagen. Nochmal, was war die Antwort? Zum Zeitpunkt der Resolution von Valor ist Turgard auf dem Feld und verliert damit nicht ihr Target. Genau, sprich, Turgard wird negiert. Ja. Mhm, alles klar. Gut, das heißt, Turgard geht nicht durch, sagt ihr. Ja, richtig. Alles klar. So, den ersten halben Punkt habt ihr. Okay. Turgard geht nicht durch, richtig. Jetzt erweitern wir das Ganze aber. Oh oh. Auf diesen Valor aktivieren wir einen Book of Moon. Auf unseren eigenen Turgard. Aha. Daraufhin wirft unser Gegner noch eine Valor. Den dritten Valor. Das ist doch echt wichtig, ne? Ah. So, ich frage euch nochmal, geht die Turgard durch oder nicht? Also, erstmal die ganzen, wie heißen sie hier, theoretisch, ich würde, also, ich sag's mal so, es würde durchgehen, weil Flanderies macht ja nichts anderes. Die tun ja alles an Book of Moon hier tacken, dass wenn die Robina halt mit der Impalm gefressen wird, dass halt das Ding ja ein Book of Moons in der Regel, ne? Also, was anderes ja, macht ja Flander nicht. Das ist aber ja ein anderes Szenario. Sie chainen ja Book of Valor und nicht Valor an Book. Möchte ich mal so einen Raum werfen, ne? Ich möchte nicht irritieren, ich sag nur. Valor auf Turgard, dann Kompuls, dann nochmal ein Valor, Negate. Dann Book auf die Turgard, um sie vielleicht down zu flippen, um ihren Effekt resolven zu lassen. Dann holt aber der Gegner nochmal ein Valor. Chaining 1 Book, Chaining 2 Valor. Genau, so, das ist andere, jetzt... andersrum waren die Kette. Also ich will damit nichts implizieren, aber ich sag nur, es ist nicht 1-1. Ja, geht immer noch nicht durch, trotzdem, die Negation hittet trotzdem, und dann wird das Ding, also das Ding wird negiert und dann face down geflippt, also geht immer noch nicht durch, meines Wissens nach, also, wenn ich jetzt mal. Was mich jetzt interessiert, ob die danach auch wieder zurückgegeben wird durch Kompuls, doch eigentlich schon wurde ja gewählt, aber warte mal, sie wird face down geflippt, ist aber immer noch dieselbe gewählte Karte, boah, jetzt wird's kompliziert, egal, wird negiert, bleibt negiert. Das tust du gerne mal bitte rausmachen mit diesem Kompuls, weil das hat er nicht gefragt. So weit wollen wir nicht gehen. Ja, ist also, negated. Kann ich ja, aber negated. Genau noch beantworten danach. Jetzt sagt die Turgard, geht's immer noch nicht durch? Nö. Und leider ist das falsch. Warum denn bitte? Und aus einem Grund. Der letzte Valor, der als erstes resolved, negiert zwar die Turgard, das ist richtig. Allerdings, wenn ein Monster face down geflippt wird, wird diese Effekt Negation von Valor, die verschwindet. Das ist das Problem. Ne? In dem Moment, wo das Monster zugebuckt wird, verschwindet diese Effekt-Negation von Effekt-Wähler. Weil durch ein temporäres Face-Down-Flippen sämtliche Lingering-Effections von dem Monster verschwinden. Und dadurch wird, auch wenn der Wähler quasi an das Book gechained worden ist, wird der Effekt von Turgard trotzdem resolven. Okay. das war jetzt richtig tricky. Genau, richtig. Wir erweitern das jetzt nochmal. Um auf deine Frage mit dem Kompuls einzugehen, ja, es wird trotzdem auf die Hand gegeben. Trotzdem gebounced, okay, alles klar. Genau, richtig. Ist immer noch das gleiche Target, ist immer noch die gleiche Karte, es sagt hier nicht irgendwie One-Face-Up-Monster oder sowas. Nee, geht immer noch auf die Hand. Korrekt. So, 2 von 4. Immer noch ein 50-50. Alter, die war echt hart. Also wer die im Chat wusste, Respekt. Die war wirklich... Die meisten haben by the way für Ja gestimmt. Dass also, hinkriegen. Dass es durchgeht unter Book? Dass wir es hinkriegen. Nee, dass es nicht ging, okay. Nee, dass wir beide 7 von 10 hinbekommen. Ach so, ja gut, ist ja noch nichts verloren, ne? Also 2 von 4, jetzt seid noch 50%. Kann sich bei jeder Frage ändern, die jetzt kommt. So, nächste Situation, wir sind bei der 5. Frage. Und zwar wird eine Piri Reismap aktiviert. Und wir suchen uns mit dieser Piri Reismap einen TD7 Copernicus. Der Effekt von diesem Copernicus ist in erster Linie jetzt mal irrelevant. Wir resolven kurz die Karte fertig. Und was ich jetzt wissen möchte ist, kannst du jetzt diesen 7 Copernicus als Pendulum-Spell in deine Pendulum-Zone aktivieren? Ich würde sagen, nein. Extrem gute Frage. Das ist nein. Einfach nur, weil eine Aktivierung. Das ist ja eine Aktivierung in der Pendzone. Verstehst du, was ich meine? Und Piri Reismap sagt straight up, du kannst diese Karte nicht aktivieren. Das ist ja dasselbe, als ob du eine Ding machen möchtest, eine Continuous Spell aktivieren möchtest hier in dem Fall. Na, sie sagt, the Added Monsters Effekt
kannst du nicht aktivieren. Aber wenn du sie in der Pendulum-Scale liegst, ist sie doch eine Spellguard, oder? Aber du bist der Pendulum-Spieler von uns beiden. Alter, das sind Fragen, die habe ich mich in meinem Leben noch nie gestellt. Also den Monster-Effekt kann man nicht aktivieren, aber ich kann doch eine Scale einfach legen. Die Frage ist dann, warte, ist die Frage, ob man dann ihren Effekt aktivieren kann? Nee, es geht einfach nur, darfst du ihn in den Pendulum-Scale legen? Das ist die Frage. Achso, ich würde sagen ja. Also weil, einfach um es zu begründen, Piri Riesmap sagt, you cannot activate the added monsters effect. Ja, or effects with the card's name. Ah. Ich sag geht nicht. Aber ich kann eine Scale machen. Also eine Scale kann ich doch machen. Nein, oder? Das ist ja immer noch eine Aktivierung. Wenn du hast ja, sobald du irgendwas in eine Scale setzt, hast du ja immer ein Response-Window, dann wechselt ja immer die Prio. Ich aktiviere eine Karte in Scale, dann kann ja der Gegner theoretisch schon, keine Ahnung, irgendeine Max-C schmeißen. Beispiel. Von dem her, es ist ja eine Aktivierung in dem Fall, es ist ja kein Setten oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Von dem her, ich hätte gesagt, es geht nicht. Aber da steht, or effects with this card's name. Eine Pendulum-Scale zu aktivieren ist doch kein Effekt, oder? Ist doch einfach, also ist doch Spielmechanik. Nein, weil... Okay, ich weiß, noch nie gespielt, wie gesagt, ich weiß es nicht. Zum Beispiel, es was... Es immer zu viel Text. Moment, ich suche gerade... Ja, und damit muss ja ich mich meistens rumschlagen. Ja, ich weiß, und Gott sei Dank machst du das. Ich nenne es halt immer in meinen... In meinen Point of View, sagen wir es mal. Das ist geil, ne? Ja, aber du hast Spaß daran. Ja, genau, das ist der Unterschied. Das klingt, als wäre es ein Vorwurf. ich möchte, dass Leute was lernen, ne? Das ist ja erst so die Hauptpriorität von dem Ganzen. Bekomme ich eine Antwort? Nein. Also, genau, der Punkt ist, warte, der Punkt ist ja, ist die Aktivierung einer Pendulum Scale ein Effekt? Oder ist es Spielmechanik? Und wenn wir die Frage beantworten können, kennen wir auch die Antwort auf Piri Rise Map. Ich, obwohl ich es nie gespielt habe, weil ich lieber Yu-Gi-Oh! Spiele statt Bücher zu lesen, habe ich noch nie Pendulum gespielt. Und ich würde sagen, es ist Spielmechanik, du aktivierst die Pendulum Scale, das ist kein Effekt oder eine Aktivierung. Das ist keine Spielmechanik. Nee, ist nicht? Okay, dann nicht. Hätte ich gesagt, nein. Also, es geht nicht, nein. Also, ihr einigt euch jetzt drauf, also, Dennis hat das Privileg, wenn es falsch ist, immer noch zu sagen, ich hab's dir ja gesagt. Es ist okay. Sollte ich sagen? Nee, ich geh darauf hin. Ich geh drauf ein. Wirklich, Dennis, der geht auf mich, wenn wir sagen. Aber das geht nicht. Okay. Also, gut. Eure Antwort ist eingeloggt, es geht nicht. Ja, Mann! Ah! Das ist vollkommen richtig, ich hab's auch gar nicht beantwortet. Ja. Aber jetzt, ja, es geht nicht. Es geht tatsächlich nicht. Der Grund dahinter ist, dass die Aktivierung einer Zauber oder Falle, egal ob das jetzt eine Pendulum-Karte ist oder nicht, das ist davon mal unabhängig, ist auch immer gleichzeitig die Aktivierung des Effekts der Karte. Auch wenn diese Karte on Activation gar keinen Effekt hat. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Skill Drain umdrehst, dann aktivierst du einen Skill Drain und dadurch auch den Effekt von Skill Drain, obwohl on Activation Skill Drain gar keinen Effekt hat. Mhm. Ist aber trotzdem so. Und deswegen darfst du in diesem Fall den Copernicus nicht in deine Scale legen. Ah, okay, weil so, aber sozusagen in die Scale legen bedeutet Karte aktivieren, bedeutet richtig. Wiederum eigentlich Effekt aktivieren, was ich ja nicht darf durch Piri Rise Map. Korrekt, vollkommen richtig. Krass. Fun Fact zu Piri Rise Map, kurz mal klugscheißern, wurde ich in meinen Kommentaren darauf hingewiesen. Heißt Piri Rise war ein Kartograf im 14. Jahrhundert oder so, war ein osmanischer Kartograf und Seeräuber. Also nicht Seeräuber, hier, wie heißen die? Flottengeneral. So, kurz mal hier geklugscheißert. Ein bisschen Edukation hier in Nivska Stream. Danke. Ja, wirklich, dass der durchschnittliche Nivska Viewer auch mal hier was Sinnvolles mitbekommt, außer mein Geschrei. Aber versuch das auch noch. Es wird das ja auch noch zu einer History Lesson, ne? Alright. Also, okay, Piri Iris Map. Alles klar. Habt ihr richtig beantwortet. So, wir sind bei 3 von 5. Wunderbar. Über 50%. Weiter geht's. Randy im Chat wird sich freuen. Oh fuck. Es geht jetzt nämlich um Punkmonster. Boah. Habt ihr euch die schon mal durchgelesen? Nicht oder ist es einmal. So ein bisschen. Nicht einmal? Okay, ein bisschen. Alles klar. Gut, ich führe euch sowieso durch. Folgendes Szenario. Wir kontrollieren einen Punk Seamin und wir kontrollieren Punk Ogre Dance. Wir aktivieren den Effekt von Seamin. Das ist basically einfach nur, du zahlst 600, du addest dir ein Punkmonster aus dem Deck. Moment, stopp. Ja, genau. Mehr ist das nicht. Mhm. Der Gegner chained den Effekt von Herald of Orange Light
schmeißt ihn zusammen mit einer Fee ab, um den Effekt von The Armin zu negaten und zu zerstören. Mhm. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, in Response zu diesem Orange Light Effekt, können wir jetzt diesen Ogre Dance Effekt aktivieren? Und wenn ja, wie viel ATK bekommt er? Okay, 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 Ogre Dance. Make this card gain ATK equal to the opponent's monster original attack. Original attack and the end of it is done. Okay, so Attack von Orange Light ist was? Null. Nee. 300. When your opponent activates a monster effect, quick effect, you can make this card gain. Also, du kannst, also, Dennis, kann man schon darauf einigen, du kannst es dran chainen. Ja, ja, klar, warum nicht? Okay, also, oder? Du. Ja. Ja, das ist, also, du, ja, du bist. Are you allowed to chain the effect of no punk ogre dance? If so, ja, also du bist allowed. Der Rest ist einfach nur summoning condition. Der Rest ist summoning condition, also. Also, guck mal, das ist nur eine Frage, die eigentlich voll einfach klingt, aber ich wette, es wird gerade richtig fett gleich aufgelöst, wo wir alle sagen, wow, wirklich, danke, Mr. Konami. Also ich sag dir, keine Ahnung, die kriegt 300 ATK. Oder? You can make this card ja. equal to that opponent's monster's original ATK until the end of this turn. Orange Light hat 300. Orange Light aktiviert seinen Effekt. Wir chainen hier Ogre Dance. Ogre Dance sagt, gib mir 300. Theoretisch klingt's auch so erstmal. Also, ich, mein erstes Gefühl sagt, du hast recht. Aber ich warte nur auf die Xardas-Schelle. Wenn ich ehrlich bin. Ach, ist das ein Begriff, den wir einführen? Mittlerweile, okay, cool. Ja, wirklich, ich warte nur drauf mit. Actually! Aber nee, ich würde auch sagen, das Ding geht auf 2,8 hoch. Einloggen? Ja. Mhm. Ihr werdet mich jetzt hassen. Mhm. Aber es geht tatsächlich leider nicht. Weil? Und der Grund dahinter ist, dass sich dieser Herald in der Hand aktiviert. Ach Gott, sich aber weil für Kosten abschmeißt. Das Problem ist, er verlässt als Kosten seine Location. Dadurch ist das hier nicht mehr der Orange Light, der sich auf der Hand aktiviert hat. Dadurch kannst du die ATK gar nicht mehr checken mit Ogre Dance. Das heißt, der Effekt würde jetzt nichts machen. Ja. Das ist ja krass. Ja, weil Ogre Dance möchte nämlich von dem Monster, das den Effekt aktiviert hat, die ATK überprüfen und das zu bekommen. Das Monster ist aber gar nicht mehr da. Und da war sie. Weil es abgeworfen hat. Krass. Richtig. Ja. Aber heißt wiederum bei einer, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Handtrap, hat es funktioniert? Nein. Nee, auch nicht. Auch nicht. Alle Waffen sich ja abgekostet. Sich auch alle für Kosten schmeißen. Ne? Beispiel, du kannst ja auch nicht Ghost Ogre an den Pankratops ranchainen. Ist ja Käse. Warum? Der Pank ist weg. Ghost Ogre würde versuchen, den Pank auf dem Feld zu zerstören, der Pank ist aber gone. Was ist mit Nibiru, wenn Nibiru jetzt aktiviert werden würde? Wenn Nibiru aktiviert werden würde? Ich meine, ist ja egal, der tributiert ja eh alles weg, aber würde es in der Theorie gehen? Ja, das würde funktionieren, ja. Na, weil Nibiru okay, ja nicht für Kosten die Location wechselt. Erst on Resolution. Genau, richtig. Oh Gott, das ist, ja, die Xardas-Schelle. Wir sind aber immer noch auf 50%. Weiter geht's. Nächstes Szenario. Wir kontrollieren einen Purge Trio, sind in der Battle Phase. Ich glaube, den sollten die meisten schon mal gesehen haben. Naja. Wir greifen unsere Gegner direkt an. On Attack Declaration aktiviert unser Gegner einen Urgent Schedule und beschwört zwei Maschinenmonster aus seinem Deck. Und zwar einmal mit China Gearframe und den Degenix Army. Die Effekte von den beiden sind jetzt in erster Linie irrelevant. Mhm. Das heißt, die braucht euch jetzt gar nicht durchlesen, es sind einfach nur zwei Monster auf dem Feld. So. Jetzt kommt ein Replay zustande, weil das gegnerische, also der Gegner als Attack-Target ist nicht mehr valide. Wir entscheiden uns aber dazu, dass wir mit dem Purgatrio jetzt die Genex-Army angreifen, machen ein bisschen Piercing-Damage beim Purgatrio, das kann. So, mit euch Kampf zerstört. So, jetzt ist die Frage, kann Purgatrio durch seinen eigenen Effekt jetzt nochmal die Machina Gearframe angreifen oder nicht? Gott, Moment. So. Also, wenn ich jetzt nur mal den Text auf Purgatrio lese, müsste ich sagen, ja. Dann würde ich auch sagen, can attack all monsters your opponent controls once each. Zeig mal, kann ich mal Urgent Schedule sehen? Falls irgendwie irgendwas. Ich warte. Urgent Schedule hat nur die beiden Monster beschworen. Mehr nicht. Okay. Und die beiden Monster sind jetzt einfach auch ein Monster. Hätte jetzt auch Scapegoat sein können, was du aktiviert hast. Das hätten jetzt auch Scapegoat Tokens sein können. Okay. Ich krieg Der Gegner kontrolliert, also die Anzahl der Monster, die der Gegner kontrolliert, hat sich verändert. Das heißt, Invoked Purgatrio müsste eigentlich greifen und sagen, alles klar, jetzt nochmal Vollgas. Ja, warum nicht? Keine Ahnung. Ich wüsste ja, ich wüsste jetzt nicht, was also, dagegen. Mein Bauchgefühl schließt sich dem an.
Warte, nochmal lesen. This card gains 200 AK, bla bla bla. Can attack all monsters your opponent controls once each. Also ja. Einfacher geht's nicht. Wenn da jetzt wieder irgendeine Klausel ist, die auf der Rückseite der Karte steht, Alter, rast dich aus. Warte. Also folgendes. Und zwar, ich gebe Dennis recht, aber ich sag mal, mein Bauchgefühl ist, weil die beiden zeitgleich gesammelt wurden, dass sie irgendwie als ein Monster gelten, irgendwie vor den Augen von Gott Konami. Irgendwie sowas erwarte ich jetzt. Ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Hint, worauf sich die Frage eigentlich bezieht. Ja. Wen habe ich denn mit Purgatrio ursprünglich angegriffen? Direkt. Also den... Gott, jetzt Rallys. Ach, das war nur einen Angriff direkt, dass sie den Remachen machen und nicht jedes Mal... Darum geht es in der Frage. Das soll euch jetzt nicht in eine Richtung schieben, aber das ist der... Ne, das ist... Ja, ob ein Direct Attack nochmal, also basically er hat jetzt keine Monster angegriffen, sondern einen Direct Attack gemacht. Aber ich muss sagen, es tut sich trotzdem nichts am Effekt von Purgatrio ändern dadurch, hätte ich jetzt gesagt. Also ich kenne keine Rulings, die jetzt sagen, wenn du einen direkten Angriff machst und du hast Monster, was sagt, dass du Karls angreifen kannst, dann kommt irgendwo nochmal zwei Monster her, dass du dann wirklich nur einmal angreifen darfst, weil der Effekt von Purgatrio ist immer noch dasselbe. Und das wäre dann irgendwie unter Damage-Step-spezifische Rulings oder Damage-Battle-Phase-Gelöt-Rulings. Und ich muss halt sagen, wer Nifska-Zuschauer ist, weiß ganz genau, davon habe ich keine Ahnung. Ja, ich würde sagen auch, ja, der kann jetzt nochmal... Gearframe, ja. Meine Antwort ist, er darf nochmal angreifen. Ja. Leider nicht. Hey. Leider darf er das nicht. Und zwar aus genau diesem Grund. folgendes, ein Monster hat ja immer einen Standardangriff. Das wissen wir, denke ich, alle, ne? Ja. So, wenn du jetzt zum Beispiel, ne, Purgatory hat ja nicht als einziger diesen Effekt. Es gibt ja noch Ultimate Conductor, Tyranny und viele mehr, die das können. Das Problem ist, wenn du jetzt eine Karte hast, die sagt, du darfst jedes Gegner vom Monster einmal angreifen, ne? Dann ist auch der erste Angriff trotzdem immer noch Teil dieses Standardangriffs. Das heißt, du kannst entweder deinen Gegner direkt angreifen oder jedes Monster einmal angreifen. Dadurch, dass jetzt aber dein Gegner schon als, dass du einen direkten Angriff auf deinen Gegner angesagt hast, gilt das nicht mehr. Du kannst jetzt nicht deinen Gegner und dann nochmal alle Monster angreifen. Das funktioniert nicht. Aha. Dieser Standardangriff, auch wenn du ein Monster angreifst, trotzdem darin inkludiert ist. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und das ist genau das Beispiel, wo ich meinte, wenn es zu einfach klingt, wird es ultra kompliziert. Das ist Problem, das ist der Grund, warum ich kein Vertrauen in Menschen habe. Okay, nee. Das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber genau richtig. Das ist korrekt. Ja. Es wäre auch so, wenn dein Gegner jetzt zum Beispiel zwei Monster hat, ich greife in Purgatrio 1 an und zerstöre es durch Kampf. Und ich möchte dann ein zweites Mal angreifen, aber das gegnerische Monster verlässt dann das Feld, dann kann ich nicht mit einem Replay nochmal meinen Gegner angreifen, aus der gleichen Logik nur umgedreht. Also. Alright, gehen wir ins nächste. Gehen wir ins nächste. Scheiße, wir sind so schlecht, Nipska. Ach. Naja, also die Fragen sind auch tricky, das gebe ich zu. Also die sind jetzt nicht von der einfachsten Natur. Das beruhigt mich aber, dass du genauso dämlich bist wie ich. Alles klar. So. Unser allzeit beliebter Fan-Favorite Flu Wanderies ist als nächstes dran. Wir kontrollieren Flu Wanderies and Snowl. Es geht eigentlich nur um diesen Effekt. Den hier. Den aktivieren wir auch direkt. Die wurde nämlich in Tribut beschworen. Wir aktivieren den Effekt, um 3 Normal Summons zu bekommen statt einer. Das ist als nächstes. Wir Normal Summonen Rubina, aktivieren den Effekt. Wir erden uns eine Barrier Statue of Disturbance auf die Hand und immer noch im gleichen Effekt. Normal beschwören wir die auch. Danach tributieren wir diese beiden Monster für unseren Apex Avian als Tributbeschwörung. Was ich jetzt von euch wissen möchte, ist, wie viele Normal Summons können wir als Spieler jetzt noch durchführen in diesem Zug? Kann ich nochmal genau den Effekt von Snow lesen? Ja, du hast 3 frei. Distribute Summon Card, you can conduct up to 3 normal summons at this turn. So, das erste war Rubina. Rubina hat durch ihren Effekt die Windbarriere-Statue auf die Hand genommen. Das heißt, wir hatten da noch 2 frei und dann kommt noch die dritte mit dem Apex Avian. Das heißt, eine müsste der noch. 2 frei. 3, dann dürfte der aber noch.
Ist die Frage, kurze Frage zur Fragestellung. War die Snowl schon auf dem Feld am Anfang des Turns? Die war, ja, die war schon auf dem Feld, richtig. Also in dem Moment, als Rubina normal beschworen wurde, war das die erste normale Summon in diesem Zug. Okay. Und dadurch, also die Barrierestatue kommt ja durch den Effekt von Rubina aufs Feld? Durch den Effekt von Rubina, korrekt. Genau. So, und jetzt angenommen, wir haben den Effekt von Snowl, das ist ja eigentlich, weil, okay, wir aktivieren den Effekt von Snowl, wir dürfen dreimal normeln. Wir haben jetzt einmal eine Normal weggenommen mit einer Rubina. Dann, dann die Summon von Windberry, die zählt da nicht mit rein, die ist aber den Effekt von Rubina ist die gekommen. Hätte ich jetzt mal so mein Bauchi-Bauchi gefühlt, dann zwei, dann haben wir nochmal Apex Avian genormelt, dann haben wir noch eine Normal Summon frei, plus die Default Normal, darum sage ich zwei. Geil. Sehr, sehr geiler Call. Aber warte mal. Nee, die Rubina. Nee, die Rubina war doch der Default, oder? Ist doch egal in dem Fall, ob jetzt die Rubina per Default oder den Effekt genommen hat. Das ändert ja nichts dran. Alles in allem, zu dem Zeitpunkt, wo Snowl aktiviert ist, haben wir 4 Normal Summons frei. 3 über den Effekt von Snowl und eine, naja, die Normal Summon halt, ne? Dann haben wir einmal die Rubina rausgeholt. Mhm. Dann haben wir noch 3. Windberry Effekt und den Apex Avian. Das ist die zweite, die von den 4 abgegangen ist. Das heißt, wir haben noch 2 weitere frei. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Frage ist, sind es wirklich 4 oder sind es 3? You can conduct up to 3, not just 1. Das heißt, zählt die eine, die Default Normal Summon, mit in mit zu den 3 Reihen, meinst du, statt dass es 4 nur 3 sind, meinst du? Genau, ist halt so ein bisschen komisch geschrieben, ne? Not just one. Oh, das heißt, die 3, sonst würde ja irgendwie sowas stehen wie Additional 3 Normal Summons oder sowas. Ja, du hast recht. Aber da steht dieses nicht Additional, sondern es wird sozusagen, ich würde sagen, es wird replaced. Achso, ja. Jetzt kommt halt wieder irgendein Klugscheißer-Ruling wirklich. Also wird irgendwie einfach ersetzt, überschrieben. Nee, das finde ich das Geilste immer, wenn Distant Coder das sagt. Der Effekt wird überschrieben. Wo ich mir dann denke, was wird überschrieben? Was ist denn hier los? Genau, nee. Also ich würde sagen, diese eine Summon wird überschrieben durch die 3. Das macht Sinn. Nee, dann hatte noch eine frei nach der Logik. Hallo, genau, das ein? Warte. Ich würde sagen, nach der Logik würde ich sagen, der hat eine, ja. Ja, dann machen wir eine. Jo, eine hat er noch frei. Ihr seid zurück auf den 50%, das ist vollkommen richtig. Oh. Der Effekt von Snowl macht nichts anderes als zu sagen, statt nur einer Default hast du jetzt 3 Default. Das ist genau geil. Das, was er macht. Er gibt nicht 3 Additional, sondern er macht 1, 3 und nicht 1 plus 3. Und Rubina ist natürlich ein normales, sondern durch den eigenen Effekt, der zählt natürlich dieses Limit nicht mit rein. Vollkommen richtig. Okay. Das fand ich jetzt schön. Das ist eine schöne Diskussion und es kam was Gutes bei raus. Yes, so, wir sind bei 4 von 8. Immer noch auf 50%. So, jetzt kommen die letzten beiden. Die werden lustig, das verspreche ich euch. Mhm. Und zwar folgendes. Wir kontrollieren einen C5 Chaos Chimera Dragon, eine wunderschöne Karte, wie ich finde, vom Artwork. Mhm. Die Karte greift jetzt das gegnerische Konstrukt an. Elshadow Construct. Mhm. Am Start des Damage Steps aktiviert sich der Effekt von Construct, um den Chimera Dragon zu zerstören, woraufhin wir einen Solemn Strike aktivieren. 1500 Lebenspunkte natürlich zahlen, um den Effekt zu annullieren und Construct zu zerstören. So. Kann ich jetzt diesen Effekt von dem Chaos Chimera Dragon aktivieren oder nicht? On Resolution meinst du? Is card attacks. At the end of the damage step, you can detach one material from this card. Discard. Die Frage, die sich jetzt stellt, kommen wir überhaupt zum End of Damage? Das frage ich mich auch gerade. Weil Beginning of Damage Step, Elshadow Construct macht einen Effekt und den striken wir. Das heißt, eigentlich ist ja im Beginn of Damage Step Schluss. Es gibt ja gar kein Ende vom Damage Step. Da passiert ja nichts. Also kann ja nicht einfach ins Leere gehen, einfach verpuffen und dann sagt man, oh ja, war Ende. Das heißt, eigentlich hat sich jetzt, nee, ich würde sagen, da sind wir nie hingekommen. Das wäre jetzt meine Logik. Das heißt, er dürfte jetzt eigentlich nicht detachen. Ich verstehe den Gedankengang. Aber du kannst ja aber auch nicht, nachdem du in der Battle Phase warst, deine Main Phase 2 skippen. Zu Deutsch, dass trotzdem alle Steps abgearbeitet werden.
Ah. Weil du kannst ja nicht von der Main Phase, du kannst nicht Draw Stand bei Main Battle Phase und dann direkt in die End Phase. Du musst ja trotzdem die Main Phase 2 rekondukten. Was ich mich jetzt frage, ob du jetzt die ganzen Battle-Damage Steps trotzdem mehr oder weniger durchläufst. Oder ob es jetzt wirklich beim Start Step wirklich hier so einen Cut setzt. Das ist jetzt gerade das Problem. Aber Gegenbeispiel ist doch auch, dass wenn ich in der Main-Phase Endphase ansage, dann komme ich ja auch gar nicht in die Main-Phase 2. Also ich durchlaufe ja nicht Battle-Phase, Main-Phase 2, Endphase. Es hat ja nichts damit zu tun, aber zum Beispiel, sobald du etwas anfängst, eine Phase, sobald du mit der Battle-Phase anfängst, kannst du ja die Main-Phase 2 nicht skippen. Und das ist gerade so, wahrscheinlich denke ich wirklich, deins klang so schön, so logisch, und dann komme ich, das Problem ist, ich warte immer noch auf diese Scheißschelle. Ich spüre wirklich, der Nacken ist schon noch wund, schon oft genug kam das. Actually, es geht nicht, weil, keine Ahnung, Baboon-Ruling. Ich habe tatsächlich überlegt, was Ähnliches mit reinzunehmen ist. Sei still! also hier passt ein Zillit oder so. Facts auf dem Tisch. Angriffe deklariert. Beginn of Damage Step, Elshadow Construct Effect. Immer noch Beginn of Damage Step, Solemn Strike, Negate und Destroy. Das heißt, Beginn. Nee, du hast recht, es findet keine Schadenskalkulation statt. Ne, weil wo denn? Also wo? Nee, du hast recht, es findet keine Schadenskalkulation statt. Ich kann mit dem Gedankengang, kann ich gut ins Gewissen sagen, kannst du nicht aktivieren. Und warum liegt denn da der hässliche Drache daneben? Ist das jetzt nochmal ein zweiter Teil oder was? Naja, du brauchst irgendein zweites Monster, das du angreifen kannst. Ach so, ja, okay, Effekt ist, dass du danach nochmal ein Monster attacken darfst. Nee, da kann ich angreifen. Deswegen muss da irgendwas liegen, ne? Ja, okay. Und? Sollen wir es einloggen? Genau. Ja, lass uns einloggen. Also der Effekt, End of Damage Step. Warte mal, aber if this card attacks at the End of Damage Step, wir kommen nicht dahin. Ja. Also ich vertraue es mal deinem Bauchgefühl, weil ich hab es bisher gelernt, dein Bauchgefühl ist besser als meins. Und darum sage ich, hör mal auf deins. Ja, also bei der Reismap hattest du recht. Ja genau, die Pendulum Scale hatte ich keinen Plan von. Ja. Das wusste ich nicht, da hattest du recht. Ist auch der Pendulum-Experte von uns beiden. Experte, weil ich mal Pendelkarten in der Hand hatte, im Gegensatz zu dir. Genau, mach dich zu einem größeren Experten als du. Ja. Oh wow, wirklich, ich kenne den Effekt von Dymion, wirklich, wow, Experte. Nee, geht nicht. Geht nicht. Log mal ein. Also, log dir das ein. Ja. So, ihr habt den Kernpunkt der Frage richtig identifiziert. Ne? Es findet keine Schadensberechnung statt, aber... Auch wenn die Schadensberechnung nicht erreicht wird, wird trotzdem das Ende des Damage Steps erreicht. Man geht nicht einfach von Beginn of the Damage Step oder Start of the Damage Step geht man nicht einfach zurück wieder in die Battle Phase. Also es hatte findet ich doch trotzdem, recht. Es findet trotzdem der End of Damage Step statt. Und du siehst das Gesicht nicht. Und deswegen kann sich dieser Chimera Dragon tatsächlich aktivieren, auch wenn keine Schadensberechnung stattgefunden hat. Ich schäme mich gerade so in Grund und Boden. Also hatte ich doch recht mit, dass du es nicht einfach skippst, sondern dass es alles durchläuft, oder wie? Also Bauchgefühl und Recht haben, das sind zwei völlig unterschiedliche. Ja, Beispiele. Aber mein Bauchgefühl ging in die richtige Richtung. Ach, fuckity fuck 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 fuck. Boah, okay, alles klar. Ja. Na gut, werdet ihr nie wieder falsch machen. Seht es so. Damage Step wird trotzdem durchlaufen, okay. Ich kann dir jetzt schon sagen, diese Karte spielt keiner. Er wird nicht wirklich durchlaufen, aber in dem Moment, wenn Konstrukt oder generell eins von den beiden Monstern in irgendeinem Substep des Damage Steps das Feld verlässt und nicht mehr am Kampf teilnehmen kann, auch vor der Damage Calculation, vor der Schadensberechnung, in dem Moment wird natürlich, sobald diese Chain rum ist, geht es nicht einfach in die Schadensberechnung weiter, weil warum, ne? Die Monster können ja nicht mehr kämpfen. Mhm. Aber es geht trotzdem erst noch, dann von Substep 1 in dem Moment, ne, vom Start of the Damage Step, geht es dann trotzdem noch in den End of Damage Step. Ne? Weil der Damage Step wird dennoch abgeschlossen, auch wenn keine Schadensberechnung stattgefunden hat. Fuck. Genau. Oh, ich glaube Dennis. Dennis? Okay, gehen wir lieber weiter.
Ärgert halt ein bisschen, Niska war auf dem richtigen Weg tatsächlich. Meine Erklärung fand ich aber auch irgendwie plausibel und eigentlich hätten wir es richtig haben können. Ey, ich möchte ja nur mal kurz sagen, ne, bevor wir das Video gemacht haben, hat Xalas gesagt, boah, ey, der Dennis hat so viel mehr Ahnung wie du von Yu-Gi-Oh! Rulings. Das hab ich gar nicht Hast gesagt. Hast du? Ich habe gesagt, von dem, was ich von Dennis in seinem Ruling-Channel auf dem Discord gesehen habe, hat Dennis eigentlich schon eine solide Ahnung von dem Spiel. Das war meine Aussage, zumindest die Intention dahinter. Ich habe dich nämlich noch nie in unserer Ruling-Sektion gesehen. Ja, weil seitdem du da bist, habe ich mir auch selber die Judge-Rolle entzogen. Hab ja dich. Okay, so. Die Punkte an den Chat gehen raus oder auch nicht. Das Ergebnis steht schon fest von der Umfrage. Allerdings könnt ihr euch immer, ihr könnt immer noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben mit der letzten finalen Bossfrage, ne, wenn ihr so wollt, der Endgegner. Mhm. Und zwar folgendes. Beide Spieler haben eine Lost World in ihrer Spielfeldzone. In ihrer Fieldzone, so jetzt. Beide Spieler kontrollieren einen Psyframe-Driver. Wer kennt die Situation nicht? Ne? Klar. Wir aktivieren ein schwarzes Loch, ein Dark Hole. Und wenn dieses Dark Hole resolved, welcher Spieler oder welche Spieler können jetzt hier die Psyframe-Driver protecten mit dem Effekt of Lost World? Also, erstens, das sind die manigsten Dino-Player, die ich je gesehen habe, dass sie so ein Board-State erreicht haben. Ich muss dazu sagen, vorausgesetzt, beide Spieler wollen protecten. Ist ja was Optionales. Hat doch hier wieder was mit Prio abgeben und Prio haben und all so ein Kram irgendwie zu tun. Aber das ist ja nicht, wer macht zuerst oder irgendwas, sondern kann es nur einer basically oder beide? Ist das die Frage? Oder wer kann protecten? Die Frage geht in beide Richtungen. Ne? Die Frage ist, wer kann protecten und, ne, und wer kann was protecten? So, das ist jetzt die Frage. Also, es ist nicht eindimensional. Okay. Also, welche Spieler dürfen protecten und was können diese so, Spieler protecten? So, Dennis, mein Bauchgefühl sagt, beide können protecten, theoretisch. Ja, würde ich auch sagen, weil triggert. Also, warum nicht? Eine Condition wird erfüllt, sprich, irgendwas wird zerstört werden, würde haben, getan, tun, täten. Und dann sagt Lost World, once per turn, wenn ein normales Monster das Spielfeld zerstört werden würde, dann kannst du Dinosaur-Monster in Hand oder Deck stattdessen zerstören. Warte. Außer... Klemm mich auf, nee, welchen Geistesblitz hast du gerade? Nee, kein Geistblitz, aber ich überlege gerade, das muss ja in einer Reihenfolge, muss das Ganze ja triggern. Sprich, Darkhold aktiviert sich, Prio wird abgegeben, oder? Der Gegner. Nee, warte mal. On Resolution wird keine Prio abgegeben. Genau, richtig. Das heißt Lost World. Das heißt, das eigene Lost World triggert zuerst. Richtig? Richtig. Ich möchte euch mal kurz aufhalten. Lost World ist nämlich gar kein Trigger oder aktivierter Effekt. Lost World ist ein sogenannter Replacement oder Substitution. Ah! Jo, wie hier Baylings. Richtig, sehr guter Vergleich. So, mehr gebe ich euch nicht. Okay. Ah, Bayling, jo, stimmt, den Stat. Aha. Das Ding ist aber... Dann trotzdem, so wie du gesagt hast. Beide hätte ich jetzt auch gesagt. Weil das steht... Aha. Ja, das ist if a normal monster so viel... Das ist... Ach Gott, ich warte nur auf die Xardas-Schelle. Der Nacken, der ist noch ganz rot, es tut noch alles weh bei mir. Weißt du, dann kommt das wieder so irgendwas. Ach Gott. Ich habe eben gerade voll reingeschissen, das heißt, wir gehen jetzt einfach mit dir mit. Ja, super, dann bin ich der Trottel, der schuld ist. Danke. Replacement Effect. Ja, also es würden zerstört werden. Dann sagt Lost World, sagt hier, mach mal das. Triggert nicht, okay, ein Side Effect. Ja, also, wie du gesagt hast, die würden sagen, beide können protecten. Ja, beide können was protect. Weil also. Once per turn, if a normal monster on the field would be destroyed. Wir haben hier jeweils ein normal monster. Ach, dieser Game State, das ist so furchtbar. Sagt Lost World, wessen Monster zerstört werden muss? Nee. Oh mein Gott, ja, du verwendest ja Lost World, um den Gegner immer ein normal monster aufs Feld zu machen.
Once per turn, if anomaly monster on the field will be destroyed. Moment, Moment. Ich brauche noch das Bild. Ich hab da was. Ich hab ein Bauchgefühl. Du kannst nur. Und zwar, du aktivierst hier Darkhold. Und der gegnerische Driver, den kannst du replacen. Aber warum sollst du denn eigentlich, warum sollst du Gegner nicht können? Das ist die Frage. Ja, genau. Wait. Nee. Okay, doch. Nur der Turnplayer kann protecten, weil ich kann aussuchen, theoretisch, welchen Driver ich beschützen will. Die Wahl, weil ich bin Prio-Player, sagen wir es mal so. Also nur der Turnplayer kann entscheiden, welchen Driver er beschützen möchte. Und da er theoretisch die Wahl hat auf beide, geht einer der Drivers im Arsch, weil er kann ja theoretisch seinen eigenen Driver beschützen. Und was macht dann der gegnerische Spieler mit seinem Lost World? Er hat ja nicht die Wahl in dem Moment, weil er hat ja keine Prio. Ich aktiviere Darkhold. Mhm. Und dann bin ich, ich darf ausscheiden. Ich darf entscheiden, welchen der beiden Drivers tue ich denn hier beschützen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn er gegen der gegnerische Spieler hat zu dem Zeitpunkt die Wahl nicht, weil er hat keine Prio. Verstehst du? Mhm. Darum darf nur der Turn-Spieler entscheiden, welcher Driver jetzt steht. Welcher von den beiden Drivers geht, ist dann eigentlich so, wie du Bock hast. Weil du kannst entweder deinen eigenen behalten oder du kannst jetzt den gegnerischen Driver halt stehen lassen. Das heißt, einer bleibt stehen und der andere geht. Warte. Ach, das ist auch Plural. Ah, fuck. Das ist auch if normal monsters, Plural. Ja, dann bleiben. Okay, dann kann nur der Turnplayer eine Karte replace aus dem Deck, aber der gegnerische Spieler nicht. Warte mal, normal monsters on the field. Weil ich aktiviere Darkhold, möchte beide Driver beschützen und pop dann Baby aus meinem eigenen Deck. Während gegen der Gegner kannst du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht mehr auswählen, sag ich jetzt einfach mal. Aber die Frage ist, kannst du dann wirklich nur eins protecten oder musst du dann beide, weil Monsters steht? Ich würde sagen, nee, beide. Kannst du ja auch so. Das heißt, bist du echt dann, warte mal, Monsters on the field, genau, sind zwei normal monsters on the field. You can destroy that many, you can destroy, okay, ich entscheide mich zu destroyen, that many monsters in hand or deck instead. Da steht nicht up to oder irgendwie sowas. Da musst du zwei vom Deck senden. Genau, wenn er beide protecten will, muss er beide, also er muss beide protecten. Ja, oder? Und dann sendet, ja. So, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du schon richtig gesagt hast, nicht up to steht, sondern du aktivierst Darkhold und er kann beide protecten, sendet zwei Babys und jetzt in dem Fall Akino, der Arme, der kann nicht aus dem Deck replacen. Genau. Kann man das so stehen lassen? Ja, ich würde es so stehen lassen. Xardas? Bitte erwarte jetzt nicht, dass ich es nochmal erkläre. Ich kann es jetzt nicht nochmal runterbringen. Nee, wunderbar, perfekt. Ah! Ja! Ja! Ihr habt echt ein bisschen gebraucht, um auf diese Player-Prio zu kommen. Oh. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig bei dem Ganzen. Vorausgesetzt natürlich, beide Spieler wollen protecten, kann trotzdem, auch wenn Darkhold die beiden gleichzeitig zerstört, hat der Turnplayer eine gewisse Art von Priorität, um zu sagen, nee, stopp, ich möchte als erstes protecten. Und ein Monster ist auch ganz wichtig bei dem Ganzen, da wart ihr auch mal kurz in die Richtung. Ein Protection-Effekt kann nie zweimal applyen. Du kannst eine Karte in dem Moment, wo eine Destruction passieren würde, eine Zerstörung, kannst du es nicht zweimal protecten, das geht nicht. Genau, richtig. Dadurch hat der Turnplayer die Priorität, kann sich dazu entscheiden, richtig, Dennis, genau zwei. Weil du musst nämlich genau die gleiche Anzahl wie die Monster, die zerstört werden würden, aus dem Deck zerstören. Mhm. Auch vollkommen richtig. Und dadurch kannst du als Zugspieler zwei Dinosaurier aus dem Deck zerstören. Der Gegner bekommt nicht die Chance, das zu tun, wegen Priorität und weil du nicht doppelt beschützen kannst. Oh vollkommen mein richtig. Gott. Wir haben es am Ende tatsächlich nochmal. Ihr habt euch jetzt mal richtig nochmal schön die Ehre hochgestraubt, genau. Das war, glaube ich, eine der schlimmsten Ruling-Fragen, die ich in meinem Leben je gestellt bekommen habe. Deswegen war das auch die letzte. Aber oh war mein gut, Gott. War richtig, richtig gut. Krass. Ja. Ja, die davor ärgert ein bisschen. Die davor ist wirklich. Hättet ihr euch bei ein paar Fragen davor genauso durchgekämpft wie hier? Dann hättet ihr die bestimmt auch nochmal richtig drehen können, bin ich mir sicher. Aber das habt ihr euch jetzt den Punkt hinten raus und habt euch jetzt echt erkämpft und echt verdient. Also Respekt meinerseits, weil die Frage ist nämlich, besteht
Die Frage kannst du 80% der Judge Base stellen, die werden es dir nicht beantworten. Da bin ich mir sehr sicher, dass du da ewig lange geguckt hast. Wie lange hast du gebraucht, um die Frage zu finden? Die habe ich mir selber ausgedacht. Du bist ja echt das wahre Böse. Es kam mal irgendjemand auf mich zu, ich weiß nicht mehr wer, mit so einer Frage in die Richtung. Und ich habe halt das Szenario jetzt dann rausgebastelt. So, genau. Sendet mein Herzen an den guten Xardas und an den guten Herrn DTV, dass die sich die Zeit genommen haben, jetzt hier an einem Sonntagabend um 21 Uhr mit drin zu sitzen und mir gratis Content zu geben. Und dass die wirklich so gut mitgemacht haben. Danke an dich, Daniel, dass du wirklich diese Fragen zusammengemacht hast. Und danke, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit dabei zu sein. Shoutouts gehen raus an den Chat. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat echt, also war wirklich, war geil. Alrighty. Gut. Wunderbar. Dann. Dem Ganzen schließe ich mich an. War mir eine Freude, war mir eine Ehre. Und ich hoffe, der Chat hatte auch Spaß. Ich hoffe, dem Chat hat auch Spaß gemacht. Kurzes Shoutout noch an Yu-Gi-Oh! King Oreo. Er wollte unbedingt noch eine spontane Ruling-Frage am Ende dieser Folge. Kannst du Wörter eschen? Vielen Dank, ich bin raus. Kann man Werte Ashen ernst gemeint? Nee, kann man nicht.